Ha, das ist gut. Willkommen, willkommen. Das Tötungstheater hat begonnen. Willkommen zurück zu Sims 4. Wir machen jetzt erstmal weiter mit unserem Häuschen. Ich habe auch einen neuen Gast erstellt. Ich war mal in dieser Sims-Community. Da sind ganz viele coole Figürchen drin. Alle gehen nicht, dann nehme ich die so und haben die keine Anziehsachen mal an und haben eine Glatze. Die will ich nicht haben, aber ich habe den Reaper. Guck mal da unten, das ist der Todmann. Zumindest der Bruder davon. Den gucken wir jetzt mal, dass der bei uns einzieht. Und dass der quasi für die neuen Leute zuständig ist, die bei uns einziehen. Ich werde versuchen jetzt, alle Nachbarn, die da sind, zu uns zu holen und dann hinten im Garten in dieser schönen Kammer zu postieren. Nebenbei werden die anderen Sims natürlich noch ihre Jobs entwickeln, ihre Berufszweige weiterführen. Astronaut und was weiß ich nicht alles. Ich dachte mir, der Tod wird irgendwie Geheimagent oder so. Ja! Hä, warum ist sie raus? Die darf nicht raus. Das war gemein. Warum ist sie denn jetzt rausgegangen? Verstehe nicht. Weil ich war letztes Mal noch mal hier drin, habe hier irgendwas geändert, bin dann rausgegangen. Weil ich mir dachte, so, das ändere ich in der Folge. Und jetzt ist sie auf einmal draußen. Roffel? Really? Wie scheiße ist das denn? So, weil wir werden jetzt erstmal hier so eine Tür kopieren. Hier sind keine Türen. Da. Wie so eine Peitsche. So, du wirst jetzt aber nicht schnell was essen oder wer weiß was. Du wirst jetzt ganz fix. Und will die denn? Wahrscheinlich duschen, ne? Ja, die will baden, lol. Ne. Du wirst jetzt schön in dein Häuschen gehen. Und mal kurz warten. Hier kommen ja nachher nur die Uhren drauf. Der GLP, der Manuel, meint, ich soll quasi die Wand da rausnehmen, dass die mit den Uhren in einem Zimmer sind, weil dann werden die noch traurig. Ja, der Manuel hat da drauf. So, ich hoffe, das haut jetzt hin. Gut, die anderen verteilt euch. Und nochmal vielen Dankeschön für die ganzen Likes, die ihr halt dem Projekt immer gibt. Ich hatte ja mal gesagt, von wegen bei 2000 Likes kommt immer darauf am Tag eine neue Folge. Weil das Projekt war ja ursprünglich zweitägig geplant und ich habe halt diesen Kompromiss gemacht, wenn ihr mir quasi Likes gibt, dann gebe ich euch eine Folge. Ist auf eine Art natürlich blöd, weil ich vorher immer darüber gemeckert habe, gebe ich auch zu. Aber ich würde sagen, ich will, dass quasi mehr bewertet wird in meinen Folgen, generell bei allen Projekten am besten. Und deswegen mache ich nicht, wie die meisten das machen, sondern von wegen ab 2000 Likes gibt es eine neue Folge, sondern ich mache ab 2000 Bewertungen. Wo ist der Unterschied? Wirkt jetzt erstmal wie gar kein Unterschied. Das hat einen Hintergrund, was ich jetzt hier gerade mache. Aber Hintergrund ist... Moment. Boah, wird aber ganz schön eng jetzt, ne? Ne, hat ja noch 8 Quadratmeter, geht. Dass man quasi dann die Likes und Dislikes zusammenzählt. Weil ich will euch ja zum Bewerten kriegen und nicht einfach nur zum Liken. Und deswegen, wenn wir jetzt als Beispiel, wir haben jetzt 1000 Likes, weil ihr die Folge geil fandet und 1000 fanden die Folge nicht so gut, dann hat die Folge insgesamt 2000 Bewertungen bekommen und dann kommt am darauffolgenden Tag eine neue Folge raus. Und ich denke mal, das ist so okay, so ist ein kleiner Kompromiss geschaffen. Schreibt ihr mal in die Kommentare, wie ihr das so findet. Ich denke mal, so ist ein bisschen besser. Und für alle gut. So. Lol, mein Dach ist verschoben. Kann ich das Dach nicht verschieben? Lol, Roffel. Ah, doch. Oh ja. Oh, da fehlt ein Fenster, Mann. Oh, ich sehe gerade, ich glaube, die Breite der Dinger hier habe ich falsch gewählt, oder? Kann das sein? Oh nein, ich will dieses Fenster. Hä? Ich will dieses Fenster doch haben, Mann. Und wir wollen Fenster, wisst ihr, so ist doch viel besser. Voll krass eigentlich. Ja, so ist doch schön. Sind wir natürlich einzig vergessen, und zwar die Tür rauszunehmen. Cooler wäre es natürlich, wenn da mehrere drin wären. Aber so ist doch schon mal cool. So. Wir nehmen mal Gartenmöbel. Jetzt wird es nämlich ganz makaber, Leute. Alle, die jetzt sagen, kannst du doch nicht machen.
Die schalten jetzt am besten aus. Sie fragen, soll ich Sonnenbank da hinsetzen oder einfach Stühle? Komm, so Stühle wie so ein Vorführraum ist viel geiler. Und zwar richtig gute Stühle, die auch reinpassen. Ich würde fast schon sagen schwarze. Ne, schwarze sehen so trist aus. Die sehen doch gut aus. Vor allem haben die Stühle Komfort 1. Da besteht die Möglichkeit, dass die Sims sich da freiwillig draufsetzen. Aber andersrum können wir die auch einfach mal da platzieren gleich. Machen wir einfach mal so. Voll krass. Vielleicht eine zweite Reihe? Nee, komm, warte. Ich meine, da wird sich zwar eh keiner draufsetzen, aber irgendwie finde ich es geil, wenn man halt solche Stühle hat. So, 1, 2, 3, 4. Ha, das ist gut. Willkommen. Das Tötungstheater hat begonnen. So, so sieht das doch schon wieder schöner aus. Jetzt können wir den Garten wieder getrost garten lassen. Sein lassen. Wie spät haben wir eigentlich in dem Spiel? 23.44 Uhr. Ich muss jetzt, wie jeder neuer Tag oder jede neue Aufnahme, muss ich einmal alle Leute durchklicken und gucken, was geht denn so bei euch? Dreimal hacken, okay. Mann, hier stinkt ja alles. Oder kann den Kühlschrank verbessern? Ich würde eh sagen, wir holen uns mal den geilsten Kühlschrank der Welt. Das machen wir jetzt. Schütz, du scheiß Kühlschrank. Wir holen uns jetzt den richtig teuren, weil wir haben es ja. Wir gehen jetzt einfach mal rein in... Elektronik doch nicht. Was ist das denn? Sanitär ist das ja auch nicht. Oberflächen, der Kinderbeleuchtung, Elektronik. Lagerung. LOL. Okay, ich mach da anders. Ich mach mal nach Raum und dann gehe ich einfach mal auf Küche. Guck mal, gehen wir auf Küche. Wo? Da ist doch Küche. Kühlschrank. Kühlschränke in Kühlschränke. Machen wir einfach so. Weil hier gibt es zwar einen, der 3000 kostet. Dafür braucht man diese Gastronomie-Karriere. Brauche ich 885 hat der. 8 und 5 Dekor. Der hat aber 10 Essen und kaputtbar. Boah, geil. Plus Kochfähigkeit. Ist die Frage, soll ich hier mal ein bisschen Lehm in die Küche bringen? Oh nein, der Schrank ist so hoch. Ja, der Schrank ist so dick, meine ich. Da hängt er gut. Gib mir denn keinen kleinen Schrank? Tschüss. So. Ich finde aber Sims an sich mittlerweile zu einfach gehalten, weil, ihr habt gesehen, ich brauche 6 Minuten für 20.000. Man braucht eigentlich nur jemanden erstellen, hier mal anstellen, dass einer den kennt, einladen, zum Einziehen bringen und dann töten. So einfach geht's. Also in Real Life wird das nicht so einfach gehen. Der ist noch 2 Tage bis zur Arbeit, ist aber hier, ne? Der ist am Schlafen gut. Ihm geht's, glaube ich, gut, weil da ist alles grün. Er macht das Folgendes. Ich glaube, der ist gerade kacken. Ja, das kacken. Der ruft jetzt einfach mal einen Kollegen an. Und zwar einen richtig guten Kollegen. Einladen, hier abzuhängen. Das ist die letzte Person, die hier erstmal einzieht. Effektiv. Vielleicht werde ich ein paar sterben lassen und dann alle tot. Irgendwie rede ich nur über Töten hier gerade in dem Spiel. So, er ruft den Tod an. Was meint er? Ihm geht's auch gut. Ich würde sagen, er malt das nächste Bild. Pop-Art-Gemälde. In Gross. Und er... Welche Stufe hat er denn? Meister des Realen. 7. Ein Meister, wir kreieren. Ja, hat er alles schon gemacht. Level 4 der Mixerfähigkeit erreichen. Conny will gerade im Bett gehen. Gewöhnt nicht. Sie mixt erstmal Zuckerzunder und dann geht's ins Bett. Ah ja, genau, Kopierschutz. Sims 4. Es gibt wohl einen Kopierschutz, dass nach dem ersten Toilettengang alles so aussieht. Habe ich in der Zeitung gelesen, war ganz cool.
Und da war auch so ein Bild so, ja, die muss ja eh abkacken. Er schläft, glaube ich, gerade. Okay, wir können laufen lassen. Grimm schläft, verdammt. Ich dachte, der Tod schläft nie. Muss ja beeilen, er muss gleich zur Arbeit. Los, mach schneller jetzt. Gott, finde ich so behindert, weißt du? Er sagt dir, oh, ich habe Hunger und ich möchte was essen und bla 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 und was macht er? Sitzt 40 Minuten vor seinem Teller und macht nix. Er fühlt sich unwohl, als dreckig ist. Egal. Geh zur Arbeit und brech mal irgendwo ein. Debitos bei der Arbeit. Oh, ein neues Bild. Oh, das sieht cool aus, aber ist auch ein billiges. Das verkauft. Ne, warte, er verkauft das doch nicht. Irgendwas ist da an, was gerade so läuft. Ich würde sagen, an Sammler verkaufen. Flupp. Ah ja, genau, habe ich eigentlich schon das Zimmer gezeigt hier von dem Astronauten. Ich habe das umgebaut. Ich habe da nicht mehr so eine Rakete, weil ich das einfach hier besser fand. Hab da davon selbstsicheres Gemälde malen, weil er halt selbstsicher ist. Oh, da ist jemand wach. Und er geht jetzt erstmal auf die Toilette. Und dann räumt er mal auf, weißt du? Wir haben hier eine Putzhilfe, die einfach nicht kommt. Homo, Putzhilfe, no homo. Ein Gourmet-Menü vorzubereiten. Knoblauchnudeln und zwar die die Partygröße. Manche haben auch gesagt, dass ich eventuell Essen manuell reinlegen kann. Also Essen nehmen im Baumodus und dann in den Kühlschrank ziehen. Das müsste ich nochmal testen. Dummes Geschwätz. Oh, wer ist eigentlich diese Awesome F42? Also das kam doch schon mal, ne? Das Konto des Trolls hacken oder keine Trolle füttern. Wir hacken ihn. Ficken. Oh, warte. Sieh mal einer an. Debitor ist auf Fotos von dem Dummschwätzer gestoßen, auf dem er ein Fuchskostüm auf einen Pony reitet. Oh. Interessant, interessant. Was wird er wohl damit machen? Lol, er schüttet das da drauf und alles ist weg. Eben, eben. Wie in echt. Da meine ich, die machen nichts vernünftig. Die machen da alle so. So, fertig. Nächster Schritt. Jetzt esse ich. So total mit so voll viel Pausen da drin. Ach, Tadel zockt die ganze Zeit. Ach, Tadel ist fertig. Tadel, komm mal hier und an Sammler verkaufen. Was ist hier eigentlich sein nächstes? Fünf Meister. Ah, lol. Ja, verkauft haben wir mal Neues hier. Ching. Und jetzt geht's weiter. Selbstsicheres Gemälde. Ja, komm. Wenn er noch selbstsicher ist, soll er es tun. Jetzt könnte er hier in seinen. Weil es mir letztes Mal aufgefallen ist, er hat hier quasi alle Noten quasi noch in seinem Inventar und er muss quasi das Lied weiterführen. Ich habe dann sechsmal ein neues Lied angefangen. Was geht mit der Mixerfähigkeit? Heute muss sie nicht arbeiten, aber wir mixen einfach mal wieder. Und zwar den brennenden Vollmondsalzer. Oh, sie hat Hunger. Dann nimmt sie ein Gericht. Kann sie eigentlich mit der, sitzen? Wollte gerade sagen, kann die eigentlich mit der interagieren, weil die sieht von innen oder von außen, weiß ich gar nicht. Ich denke aber mal nicht. Du! Okay, wir holen sie aus dem Bett raus, sonst pennt sie ja ewig. Gib deinem neuen Lied einen Namen. Let's Lala. Oh, ja, das ist gut. Aber der hat ja noch ganz viele angefangene Lieder. Ist ein bisschen dumm eigentlich. Deswegen Inventar öffnen. Und weiterspielen. Wo Tuttle ist, sie stinkt da hinten ab. Ist er schon wieder fertig? Lol.
Qualität ausgezeichnet. Ich meine, halt so, ey, dauert mir viel zu lange. Weißt du, er rennt immer hin und muss halt verkaufen. Statt einmal den Knopf da zu drücken. Abstraktes Gemälde malen. Wo ist er? Er lebt er noch? Ach, da läuft er gerade. Cool. Wir verwenden erstmal die Toilette. Nehmen ein Gericht. Toilette und haben Spaß. Wo haben wir Spaß? Oben ist der Spaßraum. Spaß- und Sportraum. Lol. Ah, lol, wir sind da drin. Hä? Himmel beobachten. Ach, lol. In die Sterne gucken. Nein, warte. Wir rufen jetzt nochmal den Tod an. Einladen, hier abzuhängen. Grim Reaper. Komm jetzt raus, du. Ja, Reaper wird gleich da sein. Aber gut, ich würde mal sagen, hier machen wir mal einen kleinen Cut. Die nächste Folge kommt dann, wenn ihr Bewertungen gebt, morgen. Oh, da ist er schon. Und dann sehen wir auch, wie es hier weitergeht bei Sims 4. Haut rein, tschüss.